Guten Tag zu Borderlands 3, zur wahrscheinlich finalen Folge, was die Hauptquest angeht. Tachchen an Wandererstream. Hallo, Tachchen. Hallo, moin, moin. Ach so, mein Rucksack ist fast voll, weil wir die ganzen Waffen gekauft hatten wegen der Elemente und dem doofen Würfel letztes Mal. Ja, wird deine Seele vernichten? Was ist denn das gerade gewesen? Das Ember-Management wird deine Seele vernichten. Warum tut es das? Kills mit Wut erhöhen den Schaden. Direkte Treffer mit Freude heilen? Wie kriegt man denn Freude hin? Gut. Meiner ist gut. Bisschen was zum Wechseln. Kann das Rumpeln mal aufhören? Das rumpelt immer. Ja, ich darf meinen Controller nicht auf den Tisch legen, sonst brummt's. Aber gut, dass meine Tastatur nicht brummen kann. Stimmt, gibt's eigentlich Force Feedback? Ich habe gelesen jetzt vor ein paar Tagen, das Force Feedback gibt's wohl als Armband. Soll ein natürlicheres Gefühl geben. Okay, das klingt jetzt wie die Beschreibung von Kondomen. Ja, so ungefähr. Für ein gefühlsechtes Spielerlebnis. Oh, ich meine, das Spiel ist sowieso viel zu leicht. So. Ja, ich glaube, das ist so besser als das, was ich noch habe. So richtig voll hier. Ja, echt. Okay. Aber genau, kommt gut zum Finale. Ne, weil hoffentlich kriegen wir heute die Hauptstory Finale durch. Finale zu machen heute. Mal gucken, ob wir das schaffen. Die Wand erinnert mich immer an den Doom-Film. Muss man immer Angst haben, dass das Ding so mittendrin, während man mittendrin steht, hat das Ding eine Fehlfunktion und dann ist man so zweigeteilt durch die Wand. Hast du eine Mauer in dir drin? Oh, in den Rest deines Lebens. Ja, toll. Und dieser Rest ist wahrscheinlich relativ kurz, weil du dann tot bist. Den Würfel muss ich mal aus der Nähe angucken. Der ist nämlich vom letzten Mal eigentlich verschwunden. Der ist tatsächlich auf jetzt, der Würfel. Also letztes Mal hatten wir ja hier das Rätsel. Das ist tatsächlich offen, guck. Ein wenig luftig, die Struktur jetzt. Robert sagt, oh Mann, der Doom-Film war so mies. Robert, nee, sagt das nicht. Der Doom-Film war richtig gut. Also das ist so Dwayne The Rock Johnson. Also ich fand, das ist so eine meiner Lieblingsrollen von ihm in dem Doom-Film. Also ich fand den Doom-Film extrem, extrem unterhaltsam. Grundsätzlich Videospielverfilmungen. Ne? Der Silent Hill-Film ist richtig gut. Und ich finde tatsächlich auch den ersten Tomb Raider unterhaltsam. Doch, Robert, tatsächlich. Also den ersten, also die Mila Jovovich Resident Evils, die finde ich tatsächlich unterhaltsam. Die wurden zwar immer schlechter, aber so die ersten drei haben mir gefallen. Aber ich habe komischerweise so komische Schnörkelreifen für den Buggy. Nicht, dass der da mit Wände hochgehen kann, das fände ich jetzt lustig. Also die sehen aus wie mit einem Lockenwickler gewickelt. Nee, damit, was ist denn das für ein tolles Auto? Nee, da kommt jetzt damit nicht Wände hoch. Das finde ich jetzt ein wenig OP. Okay. Nein, das geht nicht. Aber wofür sind die denn dann da? Ach, guck mal an. Das sind Schwebereifen, aber ohne das Gebrutzel drunter. Niedlich. Bin so weit, kann losgehen. So still. Hier hoch. Und wir müssen einfach nur hier hin, glaube ich, zurück. Warte mal. Ja, genau. Und uns dann um die Ecke bringen. Boah, der haut aber auch ab. Du kannst nicht wegrennen, Kammerjäger. Naja, du kannst schon. Aber ich finde dich in meinem Schiff, damit das klar ist. Das hat den Vorteil, dass ich damit im Vorteil bin. Stimmt. Das ist immer ein großer Vorteil, zu sein. Okay, warte mal. Ist irgendwie zu. Ach, doch, Nahkampf. Geh durch die Ranken durch. Oh. Nee, du musst draufhauen, glaube ich. Nee, warte mal. Doch, du musst draufhauen. Jo. Die wollen zärtlich zerkloppt werden. Okay, da ist die Questmarke und. Nee, also sieht nicht nach Bossgebiet aus. Aber nach einem Kammereingang sieht das aus. Du musst ja schon wieder was machen. Ich werde dich vernichten, denn ich bin Daniel Trond. Wer ist Daniel Trond? Ah, nee, ein Kleptabteil ist hier. Oh, er ist gefressen worden. Von einer vielleicht fressenden Pflanze. Oh. Ich nehme mal die Teile. Und wurde dann von einer Pflanze gefressen. Baby!
Aber ich muss am Ende muss ich mir echt mal Claptrap angucken. Das kann doch nicht sein, dass wir so viele Teile sammeln und die nicht verbauen können. Da muss man doch den super nervigen Claptrap zusammenbasteln können. Oh, ich glaube, die sind alle satt. Warum fressen die mich denn nicht? Die mögen dich nicht. Futter keine Pferde. Hast du mal ein bisschen Panade oder so? Damit kriegt man alles runter. Einfach frittieren, dann kriegst du alles runter. Das sieht irgendwie nach einem Rätsel aus, oder? Nein. Warte mal, doch, da kann man aber wieder. Könnte man wieder hoch? Das ist für meinen kleinen Bruder Sammy! Trump! Oh. Moment. Oh. Das war ein Bosskampf, meine lieben Leute. Wenn man es nicht sagt, bemerkt man es nicht. Eis klingt gut. Welche Sorten die wohl in der Hölle verkaufen? Dieser Pfad führt direkt zur Kammer. Ja. Da habe ich den Schlüssel versteckt. Keine Angst, ich halte außerhalb der Maschine Wache und passe auf die anderen Schlüssel auf. Setz deinen heldenhaften Hintern in Bewegung. Wir müssen ein Universum retten. Okay. Tatsendia. In die tanzenden Ruinen, habe ich das am Anfang gelesen. Tatsendia. Dir? Tatsendia, oder wie? Tatsen. Keine Ahnung. Tatsendia Ruins. Haben sie keinen Bock zu übersetzen. Orangenes Schild, da muss man dann doch mal einen Blick drauf werfen. Den entsprechenden Vorgang bezeichnet man als Leben. Aha. Beim Schildbruch wirst du 5 Sekunden lang immun gegen jegliche erlittene... Hallo, hallo, hallo. Du hast das von einem Toten. Das tut aber ganz nett klingen. Du weißt, wo du mich findest. Das ist aber nicht mal ganz uninteressant. Das Resonant Beckham, das hat natürlich relativ wenig Schutz. Und die Chance, Kugeln zu absorbieren. Säureresistenz und quasi doppelt so große Kapazität, wie ich die bisher habe. Die Ladeverzögerung, die dauert eine Weile. Aber bei den Schadens, bei den Schildgrößen ist das sowieso kein großer Unterschied. Weil die Schilde meistens nicht kaputt gehen. Aber das ist schon krass, eine 5 Sekunden lang Immunität plus, ich habe ja, wenn ich den Snowdrift abrüsten würde, hätte ich ja das Ding hier nochmal. Das. Da. Vorübergehende Unverwundbarkeit, wenn die Gesundheit fällt. Wenn ich das kombiniere, dann müsste ich ja quasi unbesiegbar sein. Nett. Oh, mit Salak. Was ist denn das hier? Ich glaube, da geht's raus. In den ganz, Tod könnte ganz, man da runterspringen, aber das mache ich nicht. Ganz raus. Zur Abwechslung mal nicht. Meine Richtung hier. Hast du alles? Das Lustige ist, wenn du in einem Videospiel über so eine Klippe guckst, dann machst du im Real Life auch. Ja. So, als würdest du auf die Art und Weise in den Bildschirm reingucken können. Moment. 7000? Wie 7000? Ich hab eine Pistole, wobei die macht sogar mit Einzelschuss gerade. Nett. Das läuft wie am Schnürchen. Nett. 7000? Was machen denn meine Granaten? Die machen 24.000, okay. Ich könnte zwei lesen, so viele Zahlen wiederkommen. Interessante Waffe. Besessenes Gespenst. Oh, der ist geplant. Besessenes Gespenst. Bevor ich das lesen konnte. Wir haben so ein paar überschüssige S. Überlegt euch mal einen Gegnernamen. Besessenes Gespenst. Teufel, wie hast du Nikrotafio überhaupt gefunden? Ja, Maya hat immer gesagt, es wäre nur eine Geschichte. Ha, so wie alle anderen. Nur meine Frau Leda nicht. Sie hat das Rätsel geknackt. Nachdem wir auf Pandora geheiratet hatten, war die Suche nach Nekrotafeo unsere Hochzeitsreise. Dann sind wir abgestürzt. Ich hatte das Schiff auf Autopilot gestellt, während wir beschäftigt waren. Ich wollte unbedingt, sie übrigens auch, wie dem auch sei. Das Schiff war kaputt, die Kommunikation war kaputt, aber das war uns egal. Wir waren verliebt. Leda war wahnsinnig clever und sie konnte zupacken. Das war echt praktisch während unserer Flitterwochen. Als wir die Kammer geöffnet hatten, wurde es richtig wild. Skag gegen Skag, Schlüssel und Loch, doppelter Kelvin. 9 Monate später. Nun, es gibt im Leben nur eins, das 9 Monate später passiert. Interessante Erkenntnis. Stimmt, hat er recht, ne? Ja. Und nach 9 Monaten. Ne? Wenn du das sagst, dann weiß jeder Bescheid. Wobei, bei meinem Umzug habe ich gemerkt, es gibt auch durchaus, wenn du eine Couch bestellst, das kann durchaus auch 9 Monate dauern. Oh, wartest du jetzt 9 Monate auf eine Couch? Ich hätte, wenn ich gewollt hätte.
Also wenn ich die ganze Zeit auf dem Boden hätte sitzen wollen, dann hätte ich das machen können. Also das Spiel ist wirklich zu einfach. Und das ist auch gerade deswegen komisch, weil ich mich an Borderlands 1 und 2 erinnere. Und da hatte man zumindest alleine durchaus Probleme. Da gab es zumindest ab und zu mal irgendwelche Badasses, die so stark waren, dass man wirklich um sein Leben fürchten musste. Aber hier im Moment, ne, also selbst mit den mit relativ durchschnittlichen Waffen, und ich meine, die Waffe, die ich gerade benutze, die hat Level 31. Ne? Also, die dürfte eigentlich überhaupt nicht so gut sein. Ich werde angespuckt. Ich meine, ich mag die Gesellschaft von meinem Roboter, aber der ist immer völlig unterfordert. Wenn ich den rufe, ist nach 2 Sekunden alles tot. Und dann läuft er mir immer nur niedlich hinterher. Eine Weile waren wir eine glückliche Familie. Dann ist Leda. Sie ist gestorben. Und ich musste die Kinder alleine großziehen. Ich hatte immer gedacht, nichts wäre schwieriger, als eine Kammer zu öffnen. Oh Mann, da lag ich mal absolut falsch. Moment, du hast Kinderteifen? Ja, 2 Stück. Der Junge war immer krank. Und meine Tochter hat mir die Ohren blutig geredet. Sie waren nur still, wenn ich von meinen Abenteuern erzählt habe. Monster töten, Kammern öffnen, ein Held sein. Davon konnten sie nicht genug kriegen. Ich habe ihre Köpfe mit allerlei Geschichten gefüllt. Habe ihnen sogar von der großen Kammer erzählt. Das war ein Fehler. In den falschen Händen kann eine Geschichte eine gefährliche Sache sein. Also wir müssen... Ja, boah, das war größer, als ich dachte. Oh, okay. Ach, ist das ein Delion? Hast du mal da oben geguckt? Noch nicht. Da sind Leda war so hier. Glücklich, dass wir hier waren. Sie rannte nur herum, untersuchte die Ruinen und klatschte mir auf den Hintern. Ja, wirklich. Dann sehen wir in der Entfernung die Kammer. Ja. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Das bin ich mal mit. Oh, ihr seht, wir sind hier voll die Eiswürfelfabrik. Alles fröstelt sich hier die Zehen ab. Schüsse bis defekt. Achso, die funktionieren übrigens, also die habe ich neulich mal ausprobiert, nachdem Panda das erwähnt hat. Ich habe bisher immer gedacht, dass das kaputt wirklich heißt, kaputt im Sinne von nicht mehr benutzbar und danach kannst du wegschmeißen. Aber tatsächlich ist das einfach nur Überhitzung. Also in gewisser Hinsicht heißt das, wenn diese Schüsse erreicht sind, dann musst du nachladen. Und dieses Nachladen dauert so 5, 6, 7 Sekunden. Aber danach kannst du die Waffe einfach weiter benutzen. Also die geht gar nicht kaputt. Und die wird auch nicht schlechter oder so, sondern ne, du hast einfach nur irgendwann diese Nachlade-Überhitzungsanimation. Ja. Also eigentlich sind die gar nicht so schlecht. Schießen. Der Tempel ist gleich davor. Maliwan muss diese Kammer dringend wollen. Ich frag mich, ob sie wissen, dass ich das Ding schon vor Jahren geöffnet habe. Zittert und ich bin tot. Ich glaub's nicht. Machst du super. Neue Stärke. Ich stehe sofort wieder auf, weil mein Roboter wieder irgendwas gekillt hat. Boah, das wird knapp. Das wurde sogar so knapp, dass es nicht mehr gereicht hat. Toll. Ich habe mich gerade noch drüber mokiert, dass ich nie sterbe in dem Spiel. Jetzt plötzlich bin ich's. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich zu faul bin. Ist kalt. Ich nehme das Spiel gar nicht mehr richtig ernst, weil es zu leicht ist. Ich bin tot. Ich kämpfe um mein Leben. Ich sehe nicht mal jemand. Ich bin auch gesterbt. Was ist das denn? Ich spekuliere gerade. Ich glaube, das ist ein Prototyp der Xbox. Damals hieß er noch X-Kugel. Ich finde das ästhetisch. Ästhetisch passt das, finde ich. Das ist so der Grünton und irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ja. Eine Spielkonsole. Vielleicht sollte das meine Xbox sein. Maliwan hat hier alles gesichert. Oh, aber der einzige Weg zur Kammer ist der Fahrstuhl im Innern. Ich schätze, du musst diese Lust verschwinden. Geh auf, dann ist mir dunkel. Du kämpfst gut. Ich sag's dir, diese Generation von Kammerjägern muss was im Wasser sein. Es gibt einen Fahrstuhl zur Kammer. Ein einfaches Sniper. Ich weiß, wie er funktioniert. Maliwan scheint nicht über das Erdgeschoss des Tempels hinausgekommen zu sein. Trottel. Da ist ein Problem. Dem Fahrstuhl fehlen 2 Kristalle. Hier läuft alles mit Kristallen. Oh, da drüben scheint einer zu sein. Da drüben. Ach, da oben. Ist kaputt? Bitte nehmen. Okay. Hier war eine Markierung. Wie eine Opfergabe. Wo bist du denn gerade? Du bist hier irgendwo in der Nähe. Ach, da oben. Da oben? Da leuchtet es grün. Ach hier, ja, so. Ich frage mich nur, wo
der andere Kristall ist. Achtung, Oberkommando! Ich hab den letzten Kristall gefunden! General Troll, hören Sie mich? Soll ich vorrücken zur Kammer, oder? Oh, Kacke! Es ist ein Kammerjäger! Lol, er spricht noch, während er schon tot ist. Oh, armer Kerl. Machen die in anderen Spielen auch. Ich nehme dir mal einen. Andere Kristall. Gib oh, eine Bombe. Und noch eine Bombe. Gib ihm die Statue. Das ist... Wenn ich nicht werfe, dann kommt ein Geschütz raus. Tatsache. 1500. Lol. Oh, was hab ich denn da? Das ist dieses... Wie ist das so lebendig zu sein? Das beste Master. Master. Wie ist das so lebendig zu sein? Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. So, irgendwas muss ich mit dem Ding machen, ne? Ach, da. Wow. So, hab ich. Funktioniert immer noch nicht. Ach ja, du musst die Statuen ausrichten. Maliwan scheint was gebaut zu haben, um sie zu drehen. Benutzen. Der dreht sich. Ja. Ah, der dreht sich darüber. Jetzt blum, blum, in die Mitte, blum. Da rechts. Ding, ding, ding. Auf die beiden, dann darüber. Fahr mit dem Fahrstuhl direkt in die Kammer. Ist lange her, dass da jemand drin war. Okay. Sollten wir besser lüften vorher. Da sind jetzt rechts und links auf der Karte noch zwei Wege komplett unerforscht. Ja. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass wir die jetzt für die Quest machen müssen, dass da eventuell die Kristalle liegen oder so. Ach so, nee, dann lass uns kurz zurückgehen. Mit Schaden, ich würde was werden. Dunkler, schwerer Badass Kraftmeier. Was ist denn ein Kraftmeier? Einer der Antipode. Das klingt so nach 1950ern oder so. Okay, da hinten ist irgendwas. Auffälliges zumindest. Wenn dieses Duo seine Monologe hält, mach sie beide platt. Eine Monologe hält. Ein Duo, das Monologe hält, aha. Ach, Atomic und Silvestro. Okay. Also hier ist irgendwas Bossmäßiges. Was ist das? Bin nur. Oh, das ist eine riesendicke fette Kiste hier. Wollt schon auf? Schon tot? Oh nein, nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Oh. Bist du tot? Ihre Herrschaft endet hier. Du bist unser Held. Och nö. Einer der Bosse ist runtergefallen und seine Beute liegt jetzt da unten und verstreut sich gerade im Nichts. Oh, ein Shit. Der stark Destrukto-Spinner. Das. Und ich düse im sause Schritt. Oh, ja, was das Ding wohl tut. Was ist das? Muss ich zumindest mal ausprobieren. 19er Magazin. Stark Destrukto-Spinner. Kein Schaden, Kopfwitz. Ach, wie lustig. Der scheint echt beides gleichzeitig abzuballern. Ne? Also ich glaube, da ist Eis und Korrosion gleichzeitig drin. Okay, das hab ich wieder. Doch, der wechselt sich ab. Das Leben rutscht den total überflüssig. Ne? Da ist ab und zu mal ein bisschen Kryo mit drin. Was hast du denn da Schönes? Och, ich hab nur... Eine Lockenwicklerkanone. Die Dinger schnörkeln irgendwie um sich drum rum, aber das ist auch nichts Besonderes. Sie könnte wetten, dass man hier irgendwie den Strom einschalten müsste. Ja, aber wie? Warte mal. Da ist. Wahrscheinlich der Waffe. Ich vermute, ich bin gleich tot, aber. Oh ne, Moment, warte mal. Ist die Lösung allen Ernstes? Tatsache, du musst. Nein, 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 nein. Doch. Ich habe die Lösung gefunden, aber auf dem Weg bin ich gestorben. Du musst tatsächlich unten durch. Also, das ist eine Kletterpartie. Und? Hier runter? Wo bin ich jetzt? Ich warte noch einen Moment, bis du wieder da bist. What? Also, boah. Warte mal, ach, da hinten bist du. Ja. Also, nicht sterben, sonst hast du den ganzen. Das sind offenbar wirklich Totensäcke. Warte mal, hier runter. Nein. So, das heißt hier hin. Und dann kannst du nämlich an diese Kante hinten springen. So. Und die Kante, da möchte ich jetzt am besten auch nochmal drin. Okay. Jetzt haben wir es ja. Und dann hier hoch und hier hoch. Da oben ist. Auf jeden Fall ist da oben der Sendeturm. Und wenn man den sabotiert hat, dann fängt er ganz gerne mal Musik an. Also mach dich bereit schon weglaufen. Danke, dass du den Turm bekehrt hast, Zuckerschnute. Oh, weglaufen. Das sollte den Kalypsos nicht gefallen. Das war wieder über die Barriere. Wo bist du denn hingerannt? Ja, jetzt fängt tatsächlich Musik an. Toll. La, 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 ja, ich höre sie schon. Musik, ich quatsch mal eine Runde. Aber ja, also ja. Eigentlich, ne? Also wir waren gerade unten, aber. Achso, Moment, hier ist eine Kiste. Max, ich werde die Kiste haben sehen. Immer schön weiterreden. Ja, ich habe den Lautsprecher ausgemacht. Das geht?
Ja, du kannst ihn gehen und ausmachen, ausschalten. Ja, also es sagt immer, man kann es ausmachen, aber ich habe noch nie einen von den Dingern ausgekriegt. Denn ich höre tatsächlich auch immer noch Musik. Ja, bla, 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 vielleicht musst bla, du bla, den bla, extra ausmachen für bla, dich. Bla, 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 bla. Ich laufe mal weg. Also das ist ja eh unnötig. Wir haben jetzt alles geblutet. Und ich bin weg. Ja. Tja, dann war das. Und dann können wir jetzt tatsächlich den Aufzug benutzen. Denk an die Löcher. An die meinst du? Spring! Ja. Zum Thema Resident Evil Filme. Hier ist ein Laserstrahl. Was meint er? Zerstückelt mich das Ding? Ich gehe mal mit dem Hals durch den Laserstrahl. Plump. Und? Ist mein Kopf runtergefallen? Nein, der Kopf ist, er muss hier gehen. Hier so. Ching, ching. Nee, es zerstückelt durch, mich. Ne? Zerstückelt mich leider nicht. Was machen wir denn hier? Benutzen. Hüpfchen drücken. Oh. Nicht runtergucken. Oh, fast hätte ich's vergessen. Leda und ich haben's auch im Fahrstuhl getrieben. Genau da, wo du gerade stehst. Schwein. Ihr habt es also nach Necrotafeo geschafft. Ja. Müdes Klatschen, ihr seid so langsam. Immer rennt ihr hinterher. Auf dem Planeten gibt's nur noch Staub und Dämonen. Vertraut mir. Beeil, Kammerjäger. Der Schlüssel ist gleich da vorne. Hä? Los. Schlüssel. Ja, die hat müdes Klatschen tatsächlich vorgelesen. Also damit habe ich nicht gerechnet. Dann. Ich mach das schon wieder, dieses. Ja, ich will hier nicht runterfallen, also guck ich mal, ob ich da sehe, was hinter der Brücke sein könnte. Ach ja. Ja, komm. Okay, Spawnpunkt. Das ist erfreulich, der andere war nämlich wirklich meilenweit entfernt. Und da sind Automaten. Das ist Zeitverschwendung. Der Zerstörer ist fast da und wenn ich ihn verzehre, werde ich eine Göttin sein. Okay. Ich weiß, dass du zuhörst, Paps. Bist du stolz auf dein kleines Mädchen? Tyreen? Hm? Sternchen! Was? Du wolltest es ihnen nicht sagen, was, Babs? Ups! Tja, Kammerjäger, rate mal, wer uns alles beigebracht hat, was wir wissen mussten, um diese Galaxis Stück für Stück auseinanderzunehmen. Typhon de Leon, der erste Kammerjäger. Ach ja, bevor ich's vergesse, Babs, Troy ist tot. Deine tollen Freunde haben ihn getötet. Also, viel Spaß noch. Kammerjäger, die Wächter wissen, dass du hier bist. Wehr sie ab! Wir reden später. Aha. Da hatte ich doch mal eine Wendung, okay. Komm, da bist du runter. Da sieht so aus, ne? Kein schön tief da unten. Oh, ich hab damit ja kein Problem. Ich hinterlasse meine Eisspur. Wusch. Jo. Jo. Ich finde das immer grandios. Ja, das ist eine Superhero-Landung. Superheldenlandung. Oh, das ist ja eine Küchenschabe, oder? Sag mir, was du willst, das ist eine Küchenschabe. Küchenschabe? Das Ding hier vorne, das dicke. Die Arme vorne sind die Füße. Das ist definitiv eine Küchenschabe. Ich habe so eine Küchenschabe noch nie angeguckt. Ich auch nicht. Hat bisher aber keine? Aber ich kenne sie. So ich kenne sie aus Filmen. So Man in Black, da ist der ganz dicke. Oh. Werde diese Wächter los, Kammerjäger. Dann schnappen wir uns den Schlüssel. Sehe aber keinen Schlüssel. Hast du gedacht, ich lasse den Schlüssel einfach herumliegen? Ich habe ihn versteckt. Da ist irgendwo ein seltsames eridianisches Gerät. Aktiviere es, dann komme ich zu dir. Dann unterhalten wir uns. Irgend so ein Iridianer-Ritterer mit der anderen. Ich habe aufgemacht, habe aufgemacht. Ich komme sofort zu dir. Der Boss ist da. Ich hasse diese Dinger. Leda und ich haben dieses Kammermonster gemeinsam abgewehrt. Statten wir hier einen Besuch ab. Komm schon, Kammerjäger, es ist nicht mehr weit. Typhon, also Troy. Na, hör zu, ich weiß, was da draußen los war. Troy und Tyreen, meine Kinder, sie wurden zu Monstern. Man kann es nicht anders sagen. Und du bist ein Kammerjäger. Du tötest Monster. So einfach ist das. Also, ich sage ja nicht, dass ich froh bin, dass mein Junge tot ist. Aber immerhin kann er niemanden mehr verletzen. Typhon, warum hast du nicht gesagt, dass die Kalypsos deine Kinder sind? Ich wollte und ich hätte es tun sollen. Ich wusste nur nicht wie. Was aus meinen Kindern geworden ist, das geht auf mich. Ich habe vielleicht das ganze Universum auf dem Gewissen, aber meine Geschichte darf so nicht enden.
Plum. Okay, hier ist ein komischer Energieberg. Ja, okay. Gehen wir rein, ne? Vielleicht willst du was gucken. Kann man das öffnen? Aber sie haben immer hoch in den Himmel geblickt, der voller Sterne war, die sie nie erreichen würden. Wenn wir näher kommen, kommen wir durch. Für mich war dieser Planet genug, die Belohnung am Ende meiner Jagd. Aber für sie war er nur ein Käfig. Muss den Kammerschlüssel ausgreifen. Da, da. Wo? Ah, hier, warte mal. Ist das ein Grabstein? Nicht in ihrem Grab, Kammerjäger! Der Grabstein! Ja! Schätze, ich hätte mich klarer ausdrücken können. Was du machen? Haben wir jetzt gerade seine Frau ausgegraben? Moment. Finde die... Okay. Das wäre erledigt. Nimm den Schlüssel. Oh, was Schlüssel, der Peaks. Wie gesagt, Leda und ich haben das Monster bereits getötet. Aber ich muss dir was zeigen. Als Leda und ich zum ersten Mal die Tätowierungen von Troy und Irene sahen, wussten wir, dass wir sie beschützen müssen. Sirenen, oh, die seltensten Geschöpfe des Universums. Und in unseren Armen lagen selten. Zwei. Gut, wir konnten sie nur bin. Schützen, indem wir hier blieben. Für immer. Schon, aber das hat nicht das so gut funktioniert. Hat, so ich war vielleicht ein erstklassiger Abenteurer, aber ich war ein drittklassiger Vater. Wenn du deine Kinder nicht richtig erziehst, was für ein Held bist du dann? Was jetzt kommt, wird nicht leicht. Wir haben nur einen Versuch. Aber ich muss das in Ordnung bringen. Für Leda. Also der Typ ist aber auch hoch wie breit, wa? Finde ich. Der eigentlich müsste er sich kugeln. Ja. Ich stell mal vor, der fällt hin. Fängt an zu rollen. Betritt die Kammer, ja. Dann treten wir mal rein. Oh, okay, dann tritt wer? Tritt, wir tritten. Kammer der Schlange. Oh. Oh. Mann, das weckt Erinnerungen. Habe diesen Ort lange gemieden. Also, Leda und ich, wir haben hier so ziemlich alles geplündert. Aber ich hab was für dich. Okay, geh schon. Renn doch nicht so, du kleines Wiesel. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon. Dass sie das immer noch sagt, das nervt mich langsam. Ich veralber dich nur. Hier, nimm das. Genau, er ist vor Jahrzehnten verschollen. Genau, er steht nur direkt vor uns. Probier's mal damit, Kammerjäger. Ich war noch nie in der Maschine. Aber ich schätze, wir brauchen alle Feuerkraft, die wir kriegen können. Was soll ich denn in der Maschine? Meld dich bei deinen Leuten. Ich gehe zur Maschine. Und, von einem Kammerjäger zum anderen. Danke. Ich hoffe nur, wir haben noch Zeit, um das in Ordnung zu bringen. Ich muss diesen Schlüssel aufladen, um auf die iridianische Maschine zuzugreifen. Bring ihn auf die Sanctuary. Sternchenschlüssel, wie süß. Okay. Nachdem wir das Monster besiegt hatten, haben wir das Monster besiegt. Ihr versteht oh, schon. Hier dann ist noch ganz mehr viel drin. Und uns die überall dieses die Zeugs in den Kisten. Wir können nicht zurück. Sie sagte, das Universum wäre erledigt, wenn die Konzerne diesen Ort finden würden. Also sagte ich zu ihr, Baby, solange ich dich habe, habe ich das ganze Universum. Und dann haben wir das Monster nochmal besiegt, direkt in der Kammer. Knickknack, das Monster besiegen, so. Also es gibt hier zwar auf der Karte noch einen Typhon-Lock, aber ich muss ehrlich sagen, wir hatten glaube ich nicht ein einziges Mal Glück in diesen komischen Typhon-Dingern. Da ist eine Abzweigung, die wir nicht genommen haben. Sollen wir die noch kurz machen? 67, das könnte durchaus sein, dass das mit so einem, dass das der letzte Abschnitt ist, der fehlt. Ach, ein Klepp-Klepp-Teil. Ach so. Teile werden. Ja, hier ist eine Sackgasse, von daher ist hier bestimmt irgendwas Interessantes. Okay, ja, noch ein Klepp-Trap, meine Güte. Auf dem Planeten sind ganz schön viele Klepp-Traps gestorben. Ah, oh, Klepp-Trap. Okay, hier ist es. Standard-Klepp-Trap-Arme lassen sich nur um 35 Grad bewegen. Das reicht nicht annähernd zum Abklatschen. Aber mit diesem schicken Rotator-Modul steigen wir die Hände zum Himmel. Hände zum Himmel und so weiter. Ja, aber ausschalten. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Ja, von wegen. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der iridianischen Heimatwelt verschwunden. Oder Robby. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Jo, es gebröselt. Also ich muss sagen, das macht die Immersion echt kaputt, dass Tennis das immer wiederholt. Obwohl Typhon doch schon in Fleisch und Blut vor uns stand. Ja, Mist. Wir haben es dem Kammermonster so richtig gezeigt. Und das war hart.
was fällt denen noch ein? Wir gehen rein in die Kammer und Leder meint, Typhon, komm hier rüber, Baby. Und ich mache es. Und was dann passierte, werde ich so nicht aufzeichnen. Mal gucken. Wir haben es getrieben. Wir haben es getrieben. Und das war's. Es wird keine Echos mehr von ihm geben. Aber seine Beute gehört dir. Nice, wir haben allen Ernstes alle? Krass. Nett, ich glaube, wir haben echt alle Typhon-Logs im ganzen Spiel aufgesammelt. Wo siehst du das? Tennis hat das gerade gesagt. Achso. Dass es keine mehr geben wird. Cool. Das heißt... warte mal. Wo läufst du lang? Ist das der Weg? Ja. Also hier ist zumindest nix. Halt. Na, like. Ja, hier ist nichts. Ja, was? Nö. So, die sackgassigste Sackgasse, die wir bisher hatten, ist ja gar nichts. Hier habe ich noch ein Chipfelchen, das noch dunkel. Ach, doch, hier ist noch Nahkampfangriff. Hobby jetzt macht. Und was bist du da oben? Oh, das ist die rote Kiste. Seht euch das Depot an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die zweite rote gewesen sein wird. Genau. Rote Kisten, 2 von 2 haben wir jetzt. 98% abgeschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich noch dieses Typhon-Lock holen, dann rote? Könnten wir das 100% haben. Da ist aber es. Sehr weit runter. Ah, da kommen wir ja nicht wieder hoch. Stimmt, jetzt wo du sagst, wie kommen wir zurück? So, aber wie kommen wir jetzt zurück? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir können es den Berg runter bewegen, aber ich weiß nicht, dass. Ach doch, du kannst so über. Okay, über den Schrank kannst du wieder hoch. Aber, warte so, mal. Ja, das, okay. Lol. Zonenfortschritt 105%. Hä? wir haben es irgendwie geschafft, mehr freizuschalten, als man haben kann. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, teleportiere ich jetzt zu Sanctuary zurück. Und dann sollte das tatsächlich das letzte Story-Kapitel sein. Mikrofon anmachen. Ist immer gut im Stream. Ohne ist irgendwie doof. Und ohne Müsli-Riegel Krümel zwischen den Zähnen ist auch schön. Und Müsli-Riegel Krümel in der Luftröhre sind auch unangenehm. Ah, die sind beide sogar hier. Mhm. Mensch, was ist denn das hier alles? Sache. Okay, er meint seine Freundin, wie es aussieht. Aha. Ändern. Wie steht's mit der Mission, Rekrut? Die läuft gut. Ändern. Mhm. Och Mann, man kann offenbar wirklich nur seine Antenne verändern. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man eben ihm irgendwelche anderen Sachen noch anbauen kann. Schade. Kommst du doch. Ja, aber warum kann man denn mit ihr nicht? Ich will sie... Das komisch? Das ist wo bist du denn mit Claptrap? Du machst es komisch. Du machst es komisch. Ich mach es komisch. Neben dem lila Händler. So ein Kellerraum, wo die beiden gerade stehen. Muss ich da erstmal hinfinden. Gar nicht. Bilder von mir machen. Nee, dann kehre zur Sanctuary zurück. Gehen wir mal zu Tennis. Das ist das Labor. Jo, Lille! Der Kammerjäger ist zurück! Kammerjäger, hast du die Locke von Typhons Haar dabei? Ich weiß. Schlechter Zeitpunkt. Das Ende des Universums und so. Bring sie einfach in dein Labor. Gut gemacht mit dem Schlüsselkiller. Gib ihn Tennis, damit sie ihn aufladen kann. Warte mal, ich will Schlüssel geben. Ava! Magst du mir helfen? Wie funktioniert das? Das ist Gefühlssache. Hier. Oh, eklig. Schmeckt das nach Oliven?
Ich dachte, es wären saure Gurken. Es hat funktioniert. Hier, Kammerjäger. Nekrotafeo. Ich hab schon mal gesagt, ich mache das. Woher wissen wir, ob diese Maschine auch das tut, was sie tun soll und nicht etwa das ganze Universum vernichtet? Die Maschine hat in der Vergangenheit schon einmal funktioniert und vor Jahrtausenden den Zerstörer im Inneren von Pandora eingeschlossen. Wenn Tyrene ihn aussaugen kann, wird sie vielleicht wirklich zu einem Gott. Was ist schon ein Gott, außer dem mächtigsten Wesen im Universum? Entweder das hier klappt, oder wir sind alle am Arsch. Du solltest da runtergehen, Tennis. Wer sonst soll das Ding zum Laufen bringen? Im Ernst? Ich soll mit Typhon de Leon zusammenarbeiten? Na, wenn es unbedingt sein muss, Lilith. Du schaffst das, Tennis. Und ich werde mich auf keinen Fall in deinem Labor nach iridianischem Zeug umsehen, während du weg bist. Das beruhigt mich. Mach dich bereit, Kammerjäger. Und triff Typhon an der Maschine, bevor es zu spät ist. Okay. Zur Kontrolle der Einsamkeit zurück. Ja, dann tun wir das doch mal. Sind wir denn jetzt? Warte mal. Ach, die sind im Labor von Typhon. Okay, Scheiterhaufen, wo bist du? Warte, ich folge. Ich will auch gescheitert werden. Was auch immer das ist. Nee, für uns ist der Erfolgshaufen. Der Erfolgshaufen der Sterne. Ach, stimmt, wir haben jetzt nicht. Ich bin tot. Okay, da waren wir schon mal hier, haben wir die vier Dinger draufgesetzt. Ich bin so ein bisschen daneben gesprungen gerade. Was? Oh, hättest du was gesagt? Jetzt habe ich das Ding schon aufgelegt. Wir müssen ein Universum retten. Ah, verstehe. Jetzt ich warte mal, bis du da bist. Den Kammern einen Sinn. Die Kammern auf Promethea und Eden 6 müssen die Energie. Glaubt er jetzt nicht hinterher? Faszinierend. Ah, da kommst du ja. Hier wow, müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Das ist ein wenig untertrieben, findest du nicht? Oh, oh. Ha! Und du weißt, wer du bist. Das gibt es nicht auf dem Universum. Ja. Ich wusste doch, irgendwann kommt man so Indiana Jones-mäßig über irgendeinen Weg, der eigentlich gar nicht existiert. Ich wusste es. Ein Traum wird wahr. Aber wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen zuerst die Steuerung der Maschine finden. Dieser Ort. Ich spüre eine Verbindung mit etwas sehr Altem. Kleine Dinge zu bauen war nicht die Stärke der Eridianer. Aber es braucht wohl eine planetengroße Maschine, um einen ganzen Planeten zu versiegeln. Okay, hier ist ein Schnellreisepunkt. Von daher ist das bestimmt ein bisschen Mach hier. Okay, du strahlst. Oh, wie süß von dir. Nein, im Ernst. Faszinierend. Vielleicht haben Sirenen bei der Konstruktion dieser Maschine geholfen. Wanderer strahlt aber nicht. Du erinnerst mich an Leder. Nein. Halte mich, Kammerjäger. Ich falle in Ohnmacht. Ich falle immer. Das fällt dann nicht mehr auf. Ein Jahrzehnt Zeit, um diese Maschine zu studieren. Ihr Entwurf ist denkgasmisch komplex, aber ihre Primärfunktion scheint klar zu sein. Ich brauche zunächst den Pandora-Kammerschlüssel. Schön. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das Tennis was Böses plant. So ganz, ganz spontan habe ich jetzt das Gefühl, okay, irgendwie ist die doch nicht auf unserer Seite. Jetzt müssen wir wohl die restlichen Schlüssel den Wächterstatuen opfern. Dann entzieht die Maschine den Kammern auf diesem Planeten Energie und versiegelt Pandora. Doch, zu den anderen Statuen, Kammerjäger. Beeil dich. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass sie sich noch als Bösewicht rausstellen wird. Aber wahrscheinlich liege ich falsch. Ich liege immer falsch bei sowas. Zum Glück habe ich meiner sein, Tochter nie von diesem richtig Ort erzählt. Aber seid auf der Hut. Wie ich die Eridianer kenne, gibt es hier sicher ein paar Wächter. Wächter, okay. Eiswaffe. Wächter, wen interessiert's? Sind doch eh alles Noobs. Oh, das sieht schön aus. Wow. Das da ist mein Opfer! Die Promethea-Kammer wurde aktiviert.
Oh, was habe ich denn da? Das ist gut, dass irgendwas aufgenommen. Die Granate ist echt cool. Alter, los, Nase. Ich finde dieses komische Laser-Lasso, was er hat, das ist so dermaßen überflüssig. Oh, jetzt weißt du, warum er das Ding braucht. Ja, stimmt, seine Sprungkraft ist wahrscheinlich nicht die stärkste. Gut gemacht. Man könnte sagen, es hat sich ausgerupst. Ich frage mich gerade, ob es schöner wäre, wenn er Schaden nehmen würde oder nicht. Also wenn du ihn wirklich beschützen müsstest. Er scheint ja unkaputtbar zu sein. Ich könnte ihn auch mal einfrieren, mal sehen, was passiert. Hat warme Socken an, ihm macht das nichts. Diese Glyphe sagt, enthülle die Stufen. Wir müssen nur diesen Schalter benutzen. Okay, Plattforming. Jo. Wow, was für ein Scheiß! Die Eridianer haben wohl gerne trainiert, was? Folgeteil, das ist eher Warte auf Typhon. Kommen Sie? Was zur Hölle ist das? War das ja jetzt auf Garantie alles und so? Hallo zu meiner neuen Familie. Komm schon, ich weiß, dass wir hier sind. Wir müssen uns sputen. Da ist eine komische Rune, die blinkt. Ach nee, Quatsch, das ist eine Übersetzung. Achso, ich übersetze mal so eine iridianische Schrift. An diesem Ort habe ich sie getötet. Milliarden von Leben, um eine Maschine anzutreiben. Sollte es mich beruhigen, dass sie bis in alle Ewigkeit in ihrem Herzen pulsieren werden? Ewiges Vergessen wäre vielleicht gütiger gewesen. Zumindest für mich. Bitte nicht spoilern, Leute. Wir wollen das jetzt wissen. Heiliger Strohsack. Ich nehme das gerade wörtlich. Heiliger Strohsack. In welcher Religion sind Strohsäcke heilig? Kommt da was hoch? Juhu! Ja, aber es geht durch. Hey, wo willst du denn hin? Die Maschine schöne hat Aussicht von hier oben. Energie, um Pandora zu versiegen. Du bist tatsächlich hochgefahren worden. Noch eine Kammerjäger. Hier lang. Sei vorsichtig. Was? Du musst wieder runter. Warte mal. Einmal noch einen Ententanz von hier oben. Wo geht er denn jetzt hin? Boah. Ach, hier ist noch eine. Das hat, glaube ich, auch noch nie jemand gemacht. Da oben den Ententanz. Das war das allererste Mal. Oh. Du wirst nicht verhindern, dass ich den Zerstörer erreiche. Nee, das will auch mehr hinten hin. Ich werde nicht abgeschleudert. Das Ding heißt nicht umsonst Zerstörer. Ah, man muss springen dabei. Okay. Nicht, wenn ich ihn zuerst fresse. Ich muss aber gleich Maulsperre kriegen. Ach, da unten. Joink. Diese Worte, Hennekum. Vielleicht gelten hier andere Regeln für Raum. Hä? Und Zeit. Sarkasmus-Modul. Oh, Kinder, ein funktionales Sarkasmus-Modul. Ich bin ja so froh, dass meine Freundin wissen wird, wann es angebracht ist, das unverzichtbare Stilmittel Sarkasmus anzuwenden. Sarkasmus-Modul. Cool. Sieht unzerstörbar. Was verbergt ihr, Aliensteine? Sieht unzerstörbar aus. Kraft und kaputt. Nicht so früh aufgeben, ja? Meine liebe Schützchen. Müssen wohl beide Schalter zusammen betätigen. Ein Klassiker. Schon gut. Ende der Welt. Ich konzentriere mich. Benutzt die Schalter. Okay. Vermute mal. Nicht mal gleichzeitig? Was soll das denn? Ja, das vor mir gemacht. Ist unterfordernd, das Ganze, ja. Nicht schlecht. Die Necrotapheo-Statue ist in der Nähe. Wir müssen uns sputen. Ja, dann spute war. Ja, das ist aber echt ein ganzer Haufen Gegner hier jetzt. Ja. Aber mach Gaudi. Hey. Das machst du super. Also stell dir mal vor, die Viecher wären jetzt tatsächlich eine Herausforderung. Scheiße, ja. Multikill. Ich weiß nämlich nicht, wo hier gerade der letzte Respawn-Punkt ist. Cool, das ist der. Und fertig. Was du? Ich wusste es! Alle Verbindungen. Jetzt sie wieder runter oder ist das hoch? Kehre zu mir zurück, Holder Typhon. Kammerjäger, du kannst auch herkommen. Lilith, ihr solltet hier runterkommen und euch das ansehen. Sind auf dem Weg. La la la. Tennis, funktioniert sie? Tennis! Was ist der jetzt hin? Ach, da hat er durch wahrscheinlich. Das Typhon. Lol, wieso zielt das Ding auf mich? Hä? Es mag dich.
Ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe so einen Laserstrahl, der die ganze Zeit auf mich zeigt. Ja. Du auch? Auf mich aber nicht, oder? Das hatte ich auf einer anderen Karte schon, weil ich weiß nicht, warum tut's das? Joink. Genau. Joink. Ne, irgendwas zielt da auf mich. Ohne dass ich wüsste, was. Und vor allem, das ist hier eben aus dem Nichts. Niedlich, ne? Was amüsiert er denn? Nee, auf die Brust. Es zielt auf den Solarplexus. Keine Ahnung. Ich glaube, dass irgendwas Böses passieren wird. Es war ja schon genug Story-Wendung, dass das Typhon der Vater von den beiden ist. Aber da muss noch irgendwas passieren. Das wäre zu Friede, Freude, Eierkuchen, wenn das jetzt nur noch ein Bosskampf wäre. Besten überraschen, würde ich sagen. Und die Kammern sind alle verbunden, aber sie ist noch nicht aktiviert. Pandora öffnet sich noch immer. Vielleicht muss eine Sirene sie berühren. Ah, dann werde ich sie berühren. Wie der Nihilist zu sagen pflegt, wird schon schief gehen. Jetzt verstehe ich es. Sie versteht es. Heiliger Strohsack, sieh dir das an! Tennis, alles in Ordnung? Ja, so viel Energie. Und ich bin der Leiter. Pandora schließt sich! Gut, es funktioniert! Tja, ich muss das hier wohl unterbrechen. KDK, Elva, halte sie Tennis vom Leib! Verstanden! Wo? Also gut, du weißt, was zu tun ist, Killer. Oh. Cool. Wir wissen, was zu tun ist, Killer. Also, immer kritisieren. Als Troy und ich klein waren, blickten wir oft in den Nachthimmel und träumten davon, Sterne zu sein. Die hellsten in der ganzen Galaxis, wie Troy immer sagte. Sternchen, tu das nicht! Also verließen wir diesen Ort. Wir gingen nach Pandora und wurden selbst zu Kammerjägern. Wir wollten die Kammer der Kammern öffnen und zu den größten Sternen der Galaxis werden. Gold. Hör mir zu! Das hier endet nicht, wie du es dir wünschst! Glaub mir! Unsere Träume scheinen uns so klein, nichtig für einen Gott. Nun werde ich alle Sterne des Universums übersehen. Einen nach dem anderen. Hallo? Bis nur noch ich Moment. Oh, die hat aber die Kreuze mehr. Okay. Dann war das auch okay. Das ist auch wieder ein Boss, den hab ich überhaupt nicht mitbekommen, dass der da war. Snowdrift Otto Idol. Aber du bist schon da, ne? Oh, hier ist noch ein Boss hinter uns. Noch ein Boss? Gesalbt und Goliath, yo. Den hau ich diesmal. Boom. Ja, hau ihn. Oh. Was ist denn? Sequenz. Geschafft. Sie ist hier. Halt durch, Eva! Guten Tag. Oh, ist das für mich? Das ist der Boss, glaube ich. Ja, das ist ja die Oberbössin. Ja. Hatten wir das nicht schon, Will? Ich hab's. Was war denn das? Hallo, ah, das ist so. Lass mich gehen! Oh nein, nicht nochmal! Du weißt genau, wie das endet! Alter Feigling, du bist doch an allem schuld! Du hast dich hier festgehalten, obwohl das Universum unser hätte sein sollen! Ich gab euch, was ich konnte! Das reicht nicht! Ich nehme mir, was mein ist! Vergib mir, Sternchen. Ob die ist ganz schön hart im Leben. Nein, wir holen keine Taschentücher, ich immer hier ist, brauche ich doch hier. Ich brauche ich für was anderes. Huch. Typhon. Ich mache keine Taste zu. Haltet sie auf! Für mich ist es zu spät. Versprecht mir nur eins. Seid nicht die letzten
Kammerjäger. Versprochen. What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Nicht? Nö. Was Böses musste doch kommen. Pandora wird auseinanderbrechen. Und wenn Taryn den Zerstörer aussaugt, haben wir weitaus größere Probleme. Wir müssen sie aufhalten. Typhon hat unser Überleben erkauft, aber langsam gehen uns die Chancen aus. Lilith, ich kenne eine Abkürzung zu Taryns Ziel. Diese Maschine funktioniert über interstellare Entfernungen. Es muss doch möglich sein. Ja, ich kann die Verbindung zu Pandora für ein Portal nutzen. Killer, ohne dich wären wir schon tausendmal tot gewesen. Ich habe mir eingeredet, immer noch an die Front zu gehören. Aber als Anführerin muss ich wissen, wann ich zur Seite treten und die Arbeit einem Soldaten überlassen muss. Dies ist dein Kampf. Es funktioniert! Ha! Damit kann ich wohl Raum und Zeit auf die lange Liste von Dingen setzen, die ich beherrsche. Es ist soweit. Der Zerstörer entkommt. Bist du bereit, Killer? Ich bin noch vor keinem Kampf geflohen, Commander. Okay, es endet auf Pandora, ganz gleich, wie es ausgeht. Geh durchs Portal und finde Taryn. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Betritt das Portal, göttliche Vergeltung. Okay, also ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das jetzt wirklich das Ende ist so langsam. Es gibt ja so Spiele, die zögern den Bosskampf erstmal noch 3 Stunden raus. Kopfgeld? Indem sie irgendein riesiges Areal machen. Bin dabei. Oder das geht relativ schnell. Auf dich, Killer. Der Zerstörer. Und das sieht eher relativ schnell aus. Du musst Taryn aufhalten. Pandora war schon immer ein Drecksloch. Schauen wir mal, ne? Unser Drecksloch. Gut, dann lass uns mal. Aufhalten ist, Elb ist viel zu nah an Pandora. Die große Kammer wird sich weiter öffnen. Darum kümmern wir uns nach Taryns Tod. Eine Apokalypse nach der anderen. Grüngottischer Pfad. Wir sind im Orbit, Kajot. Ich beobachte deinen hübschen Arsch von der Sanctuary aus. Pandora zerbricht, aber ich lasse dich im Kampf gegen diese Hexe nicht allein. Mhm. Also ich bin schon gespannt, was da für ein Vieh auf uns wartet. Oh, wieder nur Mühe. Komm mal da rein. Warte mal, hatte ich noch was? Ich hatte ja alles verkauft, ne? Das Goat nicht. Mhm. Oh. Wow. Knapp. Ach, okay, iridianische Schrift ist hier. Ich übersetze mal. Was ist der Zerstörer? Ein Maul aus nie endendem Hunger. Ein ewig schwelender Hass. Der lange Schatten des Universums gegen die moderne Sonne der Zeit. Er wird niemals wirklich gebunden sein. Er wartet nur, bis sich seine Ketten lösen. Oder gelöst werden. Aha. Oh, so. Warum reden die immer alle um den heißen Brei rum? Kann ich mal irgendjemand einfach Klartext reden? Nee, das geht immer nicht. Immer nur Geschwafel. Da weiß man ja, was es geht. Ja. Dann wäre das Spiel viel zu schnell vorbei, wenn man einfach mal die Story erzählen würde. Okay, ich würde mal sagen, das ist der Hopser vor dem Endboss. Ja, würde ich auch so sehen. Und von daher, 3, 2, 1. Bist du früh? Na endlich. Rechne nicht mit Gnade, Nummer, Superfan. Wa? So ein Gott bin ich nicht. Ach du Scheiße, hat dich ein Tor. Niedlich. Nicht mehr ganz so niedlich. Tyree. Was hat aus dem Typen geworden? Das ist es, Killer. Zeig mir das. Ich bin der Hase, ich bin der Hase. Und jetzt epische Bossmusik. Nee, irgendwie passt das nicht zu Borderlands. Viel besser. Die Disco-Kugelkanone, die war bisher. Achso, im Moment ist immun und alles schön. Ich komm nicht rauf. Ich kann, okay. Hier ist ein Matsche. Immun. Ah. Ich hab ja da Grenaden. Alle Granaten sind weg. Es läuft noch gut, wenn ich nicht gerade sterben würde. Aha. Ja. Nicht Zurückzug. Die versuchen mal zu überleben. Ja, ich versuche. Wo ist sie hin?
Keine Ahnung, da kommen nur noch diese Viecher. Ja, da ist sie wieder. Warum sollte er laufen? Genau. Lass doch mal den Disco-Kugel in meine Fresse. Die ist aber ein bisschen größer als die Kugel, die ich mache. So runter. Ich bin wieder hoch. Oh, boy. Ah, okay, jetzt macht sie wieder. Ist sie wieder gegen alles immun? Warum fallen sie um? Du hast sie, Kammerjäger! Ja. Jetzt drauf! Wir haben sie! Nee, noch nicht. Wir müssen noch hinten drauf hüpfen und ihr nochmal ins Hirn schießen. Was? Wo geht's denn hier hoch? Das ist deine Chance, mach sie fertig! Doch, 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 doch. Ja, ja. Und bumm, macht das Dynamit! Plumps! Oh, jetzt. Ich glaube, wir haben sie tatsächlich. Ich wollte ein bisschen eklig. Jetzt hier verdeckt es wieder. Was ein Auftritt. Aha. Sammle den Kammerschlüssel ein. Du hast es geschafft, Killer. Sie ist tot. Echt? Nun, sieh dir das mal an. Ja, du. Ah, okay. Wir haben ein dickes Portal. Na los, die Kammer gehört dir. Möchten Sie die Ehre haben? Ich möchte. Plündere die Kammer. Plündere sie. War das jetzt ernsthaft der Bossfight? Der allerletzte welche? Ja, Marvin sagt Ende. Oh, cool. Kammer des Zerstörers. Okay, da kann man irgendwas draufstöpseln. Iridianischer Ascensionator. Öffnet neue Splitter der Realität, wo alles total super mega abgefahren ist. Genießt das Blutbad. Ja, da steht die Kammer. Ja, leck mich doch nicht. Hier sind noch ein paar Kisten. Da sind die Typen. Kammerjäger, du hast es geschafft. Tyrene ist tot. Endgültig. Sie kommt nie mehr zurück. Tut sie doch nicht, oder? Tja, sie starb und wurde zur Asche, also ein ganz klares Vielleicht. Du hast deine Kräfte zurück. Gar nicht so schlecht, oder? Ich war so lange ohne sie, dass ich mich fast dran gewöhnt habe. Spaß beiseite. Fühlt sich gut an. Nicht runterspringen, nicht runterspringen. Das war's dann. Nicht ganz. Die große Kammer öffnet sich noch. Elpis reißt Pandora auseinander. Was können wir tun? Ganz einfach. Gar nichts. Außer du kennst deinen Weg, den Mond vom Himmel zu holen. Lauf in Richtung Feuer. Sanctuary ist dein, Eva. Sei bereit. Was genau hat Lilith davor? Die große Kammer schließen. Sie rettet Pandora. Das bringt sie um. Das weiß sie. Thank you.
oder was ist das jetzt? Ja. Ah, jetzt kommen die Credits. Aaron R. Aronson, Aaron B. Aronson. Ich gehe davon aus, dass die Musik da gerade richtig super ist. Aber so von dem Copyright darf man ja nicht. Moment, hat Vaughn bis zum Ende keine Hose angezogen. Und ist bis zum Ende in den Unterhose rumgelaufen. Schönes Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wenn man mal guckt, wir haben jetzt, also zumindest laut Steam haben wir knapp 70 Stunden gebraucht. Also gehen wir nächstes Mal einfach nur wieder mit unserem Charakter rein und machen im Grunde auf der Sanctuary ein DLC. Also da steht mit Sicherheit irgendwer auf der Sanctuary rum und sagt, hier, macht mal das und ja, damit startet man. Ich hatte vorhin einen, der mich anquatschte, aber da war ich zu schnell dran vorbei. Die quatschen einen quasi am Anfang von jedem Stream. War immer irgendjemand, der gesagt hat, hier, hey Kammerjäger, warte mal. Dann würde ich sagen, machen wir den Stream jetzt aus. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nächstes Mal geht es dann wohl weiter mit irgendeinem DLC. Warte mal, nächste Woche ist ja der 19. Das heißt, die Woche drauf sollte Tiny Tina's Wonderlands kommen und das würde ich auf jeden Fall sofort spielen. Dann klunk, mache ich auch mal aus und dann nächste Woche werden wir eben so ein paar optionale Sachen machen. Vielleicht mal so einen Blick irgendwie ins Endgame, was auch immer man da machen kann. Und dann am übernächste Woche würde ich auf jeden Fall Tiny Tina's Wonderlands spielen. Das ist effektiv Borderlands, nur mit einem anderen, also mit einem Fantasy-Vibe. Von daher mache ich jetzt einfach mal so das Outro. Und falls nichts mehr kommt, dann ist das Outro halt zu Ende. Und ansonsten schneide ich das am Ende noch irgendwie rein oder so, wie dem auch sei. Deswegen mache ich hier schon mal das Ende und sag bis tschüss. Danke fürs Zugucken, danke fürs Dabeibleiben und wir sehen uns, bis dann und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich jetzt 3, 2, 1, tschüssi.